Yo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen... Yo, was geht, Aldo? Ja, ich mache euch mal wieder ein kleines Setup-Update. Setup-Update. Und ja, habe ich mir das Ding hier bestellt. Ja, ist ein Monitor von AOC. Der E2270SW. 21,5 Zoll. Den brauche ich zum Stream, weil ich ja jetzt regelmäßig streame. twitch.tv/leaselive, auch nochmal in der Beschreibung. Und ja, da ist ein zweiter Bildschirm einfach eigentlich ein Muss. Und deswegen habe ich mir jetzt einen bestellt. Und den packen wir jetzt zusammen aus. Okay, natürlich mal wie immer hier Klebeband. Das wunderschöne Messer von der AG Aula Technik. Von der auch die nachts in der Schule Vlogs kommen. So, nachdem wir das hier offen haben, ist hier drin Schaumstoff. Wie heißt das? Styropor. Das war ziemlich viel. Und hier war echt schon ein DVI-Kabel dabei. Ich habe mir extra ein neues bestellt, aber da war wohl doch eins dabei. Scheiße. Stromkabel für den Bildschirm. Da hat wohl jemand gut die Beschreibung gelesen. Noch ein Kabel? Okay, und ich glaube, jetzt ist nur noch der eigentliche Bildschirm drin. Scheiße. So. Hier haben wir das gute Stück. Ach, das ist der... Oder hä? Was ist das? Ach so, hier ist der Fuß noch drin. Wait. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal den Bildschirm an sich. Ja, sieht ganz schick aus. Ist so relativ dünn eigentlich. Jetzt nichts Besonderes. Hat hier Stromeingang, DVI-Eingang und VGA. Gott, habe ich lange überlegt, was das für ein Anschluss ist. Hier ist noch der Fuß drin. Oh. So. Hier ist dieser Fuß in Styropor einfach, Alter. Ist ja richtig fest. Und hier ist noch so eine CD. User Guide Monitor Driver. iMenu Software, eSaver Software, Screen Plus Software. Okay, das Ding hier. Das hier ist der Dings für den Ständer. That's what she said. Schiebt man einfach hier unten rein. That's what she said. Genau, und dann ist das da so dran und fest. Ich muss einfach nur so reinklippen. Und dann kann man das Ganze schon hier auf den Fuß stellen. Zack. Und dann steht das Teil schon mal. That's what she said. Das kannst du mal einen Satz von Leon sagen. Ja, hier. VGA-Kabel brauche ich nicht, weil meine Grafikkarte gar keinen VGA-Anschluss mehr hat, weil sie zu neu ist. Insofern einfach hier rein. Fertig. Hier, DVI-Kabel auch mit so schönen Abdeckungen. Sehr nett. Das brauche ich. Okay. So, dieses Stromkabel hier muss dann natürlich noch angeschlossen werden, damit der Bildschirm Strom kriegt. Logisch. Dazu einfach auch diesen Anschluss. Hinten in den Bildschirm. Hier hinten einfach reinschieben. That's what she said. Och, Junge. Und dann einfach in die Steckdose. So, dann seht ihr jetzt hier nochmal die beiden Bildschirme angeschlossen. Da ist sozusagen der zweite Bildschirm angeschlossen. Und ja, so werde ich es demnächst streamen. Diese Software hier, man kann den da noch einstellen und so bla, aber das würde ich jetzt nicht in diesem Unboxing zeigen. Insofern war es das schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und dann hoffe ich, sehen wir uns in einem weiteren Video. Bis dann, ciao.